Willkommen zurück zum Panel 2 der Hamburger Horizonte 2020 zum Thema Europäisch sein. Nachdem wir uns im ersten Panel vor allem mit der Frage auseinandergesetzt haben, was uns individuell, kollektiv, sozial und kulturell zu EuropäerInnen macht, wie viel Europa also in uns steckt, lautet unser nächstes Thema Euphorie oder Depression. Krise als Motor der Integration oder Desintegration. An Krisen, und auch das haben wir im ersten Panel ja schon mal kurz gestriffen, an Krisen herrscht gegenwärtig in Europa ja nun wahrlich kein Mangel. Aber was bewirken Sie über Ihre unmittelbaren Auswirkungen hinaus eigentlich? Schweißen Sie uns europäisch eher zusammen oder treiben Sie eher nationale Spaltkeile zwischen uns? Moderiert wird dieses folgende Panel von Albrecht von Lucke, Redakteur der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Und auch diesmal gilt wieder, wählen Sie sich gern über die Seite menti.com mit dem eingeblendeten Code ein und stellen Sie Ihre Fragen oder geben Ihre kurzen Kommentare. Wir sammeln wieder und geben dann gegen Ende der Paneldebatte an den Moderator weiter. Wir starten auch diesmal mit einem Hamburger in Klammer Berliner Blitzlicht, und zwar von Professor Michael Diers, lange als Kunsthistoriker hier an der HIAS Mitgliedsinstitution der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und der Humboldt-Universität zu Berlin tätig. Sein Blitzlicht trägt den Titel Das Bild von Europa, ein Polit-Tryptychon und folgt, Sie werden es gleich bemerken, einem sehr typischen Hamburger Format. Und was meint Lichtenberg angesichts der europäischen Krisensituation? Ich zitiere, ich möchte wohl wissen, was geschehen würde, wenn einmal die Nachricht vom Himmel käme, dass der liebe Gott ehestens eine Kommission von bevollmächtigten Engeln herabschicken würde, in Europa herumzureisen, so wie die Richter in England, um die großen Prozesse abzutun, worüber es in der Welt keinen anderen Richter gibt als das Recht des Stärkeren. Was würde dann aus manchen Königen und Ministern werden? Mancher würde lieber um gnädigsten Urlaub ansuchen, einem Walfang beizuwohnen oder die reine Kaphornluft zu atmen, als an seiner Stelle zu bleiben. Das mag man auch heute noch ganz gern glauben. Herr Diers hat das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die Einladung, hier sprechen zu können und grüße Sie aus der Ferne alias Home Office. Mein Vortrag hat die Länge, knapp die Länge einer Tagesschau. Das ist für eine Veranstaltung, die in Hamburg stattfindet, nichts Ungewöhnliches. Mich hat dieses Format dazu angeregt, es auch inhaltlich zu füllen. Einziges Thema der heutigen Ausgabe, das Bild, das Erscheinungsbild von Europa. Demnach eine Eurovisionssendung. Und dies aus der Perspektive eines Kunst- und Bildhistorikers, dessen Schwerpunkt die politische Ikonografie ist. Gleichfalls eine hamburgische Erfindung, wie Sie wissen, und zwar von Abi Warburg. In drei notwendig kurzen Schritten möchte ich zeigen, wie und mit welchem Ziel Europa über die Jahrtausende ins künstlerisch-politische Bild gesetzt worden ist. Die drei ausgewählten Epochen sind, kein Wunder, die Antike, die frühe Neuzeit und die Gegenwart. Beginnen wir dem Anspruch einer Tagesschau folgend mit dem Hier und heute. Anschließend geht es im Turbo-Krebsgang zurück in die Vergangenheit. Ziel des Unterfangens ist es, vor der Folie der Geschichte die Gegenwart schärfer zu konturieren. Punkt 1. Am Mittwoch, den 16. September, hielt Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, die jährliche Ansprache zur Lage des Bündnisses. Ihre vielbeachtete Rede im Brüsseler Parlament dauerte 80 Minuten. Dass sich die EU seit Jahren in einer wenig glanzvollen Ära befindet, muss nicht betont werden. Auswege aus der deplorablen Lage waren also gefragt. Aber nicht der Gehalt, sondern der Auftritt der Rednerin, ihr äußeres Erscheinungsbild und der spezifisch ausstaffierte Rahmen sollen hier interessieren. Welches Bild von Europa wurde mit dieser Darbietung entlang den visuell übermittelten Daten inszeniert?
Von der Leyen hatte das Staatenbündnis ja nicht nur als prima inter pares politisch zu repräsentieren, sondern vor den Kameras auch realiter und medialiter zu verkörpern. Zunächst zum Ort der Handlung. Die aus hellen Holzpaneelen gefertigte Tribüne, die Sie hier sehen, wird hinterfangen von der Zone des Präsidiums und nach hinten zu von einer Empore begrenzt, auf deren Stirn zentral die aufgespannte EU-Flagge, gerahmt von den Nationalfahnen der Mitgliedsländer, prangt. Ohne dieses Banner und seine Varianten in Größe und Darbietungsform lässt sich der Ort, der den nüchternen Charme eines Konferenzsaals hat, schwerlich seiner Funktion nach definieren. Erst die Flagge neben der Hymne und dem Eurogeld, eines der wenigen Identitätssymbole der EU, macht im Zusammenspiel mit dem Logo des Parlaments, das die Front des Podiums ziert, klar, wo wir uns befinden. Wenden wir uns jetzt der Akteurin zu, die gerade das Podium betritt, um das Wort zu ergreifen. Kleider machen bekanntlich Leute, ob Mann oder Frau, das gilt für den Papst ebenso wie für den amerikanischen Präsidenten. Frau von der Leyen trägt eine rosafarbene, eng anliegende, taillenkurze Jacke, einen sogenannten Spencer, sowie eine schwarze Hose. Die leuchtende Farbigkeit des Oberteils kontrastiert bestens dem strahlenden Blau der seitlich hinter ihr postierten EU-Flagge. Beim Hinzutreten ans Pult hatte die Präsidentin eine, wie es in den Nachrichten hieß, eigens für diesen Anlass gefertigte EU-blaue Covid-19-Schutzmaske vor Mund und Nase gebunden. Auf deren rechter Seite war das Hashtag SOTEU aufgedruckt, das Akronym also für State of the European Union. Ein Hinweis auch auf die Website der deutschen Kommissionspräsidentin. Zum Bild gefroren werden hinter der theatralen Szenerie, wie ein Vergleich zeigen kann, Züge einer klassischen Allegorie sichtbar. Hier noch einmal ein Überblick, diverse Ansichten aus der Kameraperspektive. Allegorien, also bildliche Darstellungen abstrakter Begriffe, treten historisch vorwiegend in weiblicher Gestalt auf. In der frühen Neuzeit wurde dieses visuelle Zeichensystem von dem italienischen Gelehrten Cesare Ripa für den Gebrauch der bildenden Kunst beinahe systematisch ausgebaut. Auch die Gestalt der Europa hat er in seinem einflussreichen Iconologia betitelten enzyklopädischen Handbuch, ich zitiere die Ausgabe von 1603, definiert und mit einem Holzschnitt illustriert. Europa, eine Krone auf dem Haupt, thront inmitten einer Reihe markanter Utensilien, die als ihre Attribute fungieren, darunter neben zwei überfließenden Füllhörnern die Abzeichen von Militär, Monarchie und Kirche. Diese Dinkabzeichen, darunter auch die in diverse Farben getauchte Kleidung, transportieren die intendierte Aussage und verwandeln eine, wie es bei Ripa heißt, sehr reich gekleidete Frau in die allegorische Figur namens Europa. So ähnlich auch in unserer Brüsseler Pressefotografie, die einem barocken Porträt d'apparat durchaus gleicht. Nichts ist unbedacht ins Bild gelangt, alles ist von signifikanter Bedeutung. Auch die Pinkfarbe des Wamses scheint bewusst gewählt. Es handelt sich dabei ja nicht nur um eine aktuelle Modefarbe mit aufmerksamkeitsheischendem Hellwert, sondern allgemein um eine explizit als weiblich, Zitat, eingestufte Farbe, deren Semantik dem Zeitgeist zufolge, wieder Zitat, optimistisch, erfreulich und positiv lautet. Pink macht einfach gute Laune. Mit diesem Slogan wurde 2019 die Trendfarbe werbewirksam protegiert und kommuniziert. Dass Europa weiblicher und zuversichtlicher werden möge, lauteten auch zwei zentrale Programmpunkte der amtierenden Präsidentin. Rosige Zeiten also für Europa, so ließe sich kurz gefasst und natürlich verkürzt das in Rede stehende Outfit im gegebenen Parlamentskontext deuten. Einem Nimbus gleich hinterfängt und überhöht zugleich der Sternenkranz der EU-Flagge die Rednerin, die unter anderem stolz und aufmunternd davon spricht,
dass man für die Zukunft eine Vision, einen Plan und auch das erforderliche Budget habe. Und daraus folgt, kurz gesagt, the future will be what we make it and Europe will be what we want it to be. So von der Leyen. Punkt 2. Das angeführte Brüsseler Europabild mit seinen allegorischen Facetten steht in einer langen Tradition. Ein weiteres Beispiel sei hier kurz gestreift. Es stammt aus dem Jahr 1581 und zeigt Europa in kartografischem Gewand. Die Figurenkarte aus einer Schrift des Theologen und Geographen Heinrich Bünding, ein Hannoveraner, zeigt Europa als querliegende, quergelagerte Frauengestalt. Das bekrönte Haupt links bildet das habsburgische Spanien. Es folgen von West nach Ost die Länder Frankreich, Deutschland, Polen, Russland, Bulgarien, Albanien und Griechenland. Den Schlusspunkt am Saum des bodenlangen zeithistorischen Kostüms bildet Konstantinopel. Von dort erfolgt der Sprung über den Bosporus nach Asien. Die Krone der Königin berührt sich bei Gibraltar beinahe mit dem dritten Kontinent, und zwar Afrika, hier durch Mauretanien, das Land der dunkelhäutigen Mauren, Vulgo Mohren, stellvertreten. Der Zeichner hat die weibliche Gestalt in die Karte hineingesehen, eine hier und da etwas gewaltsame Projektion, aber alles in allem geografisch weitgehend plausibel. Europa erscheint bei Bünding als Reichskönigin in Gestalt einer jungen Frau und vor allem als machtbewusste politische Einheit. Dreht man die Darstellung um 90 Grad und richtet die Königin also auf, dann lässt sie sich leichter mit der von der Leyen Gestalt vergleichen. Das heutige Szenario ist der historischen Imagination gegenüber deutlich ausgenüchtert. Es fehlt schließlich an Symbolen. Aber immerhin tauchen die Farben Blau und Rosa auch in der kolorierten Fassung der Bünding-Karte, die Sie hier sehen, auf und haben dort eine maßgeblich kennzeichnende Rolle. Punkt 3. Die dritte im vorliegenden Zusammenhang wegweisende Darstellung entstammt der Antike. Es ist nur eine von zahlreichen verwandten Illustrationen zum Thema. Die rotfigurige attische Vasenmalerei des 5. Jahrhunderts aus dem Museum in Tarquinia zeigt die wahre Europa. Keine Personifikation, sondern die phönizische Königstochter, die der mythischen Erzählung zufolge von Zeus in Gestalt eines Stiers entführt wird. Vergnügt, so scheint es, schreitet die Prinzessin Europae, altgriechisch die Weitsichtige, ein Diadem im Haar in einem weit ausschwingenden Peplos an der Seite des ebenso fidel dreinblickenden Stiers alias Zeus daher. Sie packt den Stier sanft bei den Hörnern. Von Raub und Gewalt ist nicht die Rede, eher von einem harmonischen Zusammenspiel von Mensch und Tier bzw. Gott. Zeus hatte sich bekanntlich an die schöne junge Frau, die mit ihren Gespielinnen am Strand von Sidon im heutigen Südlibanon weilte, in Stiergestalt herangemacht. Europa hatte sich ihm zugewandt, ihn begrenzt und kurz darauf verschwand sie aus seinem breiten Rücken in den Weiten des Meeres. Die Szene spielt, wie gesagt, in Phönizien. Das ist der schmale Landstreifen an der östlichen Mittelmeerküste auf dem Gebiet der heutigen Staaten Israel, Libanon und Syrien, auch kurz die Levante genannt. Der schwimmende Stier bringt die Prinzessin flugs und unversehrt nach Kreta, wo sie sich mit dem zurückverwandelten Zeus vermählt und drei Kinder zeugt, darunter Minos, den späteren König und Erbauer des berühmten Labyrinths von Knossos. Bevor Zeus sie verließ und auf den Olymp zurückkehrte, machte er seiner Gattin noch drei Geschenke, darunter einen Bronzemann, der täglich dreimal um die Insel Kreta lief, um Eindringlinge fernzuhalten. Europa lebte dennoch traurig und allein auf der Insel, bis ihr im Traum die Göttin Aphrodite erschien. Sie verkündete ihr, Zitat, du wirst unsterblich werden, denn der namenlose Erdteil, auf dem du weilst, wird für immer deinen Namen tragen. Zitat Ende. Viertens, eine ebenso aufschlussreiche wie merkwürdige Wolte der Kulturgeschichte. Der Subkontinent oder Kontinent Europa leiht sich den Namen einer Prinzessin von der Levante-Küste, die mehr oder weniger gewollt, ungewollt ihre Heimat verlassen hat und schließlich glücklich auf Kreta angelandet ist, wo sie den Grund für die früheste europäische Hochkultur,
die Minoische gelegt hat. Heute versuchen ungefähr den gleichen Weg Zehntausende Menschen, Nachfahren der Phönizier, die aus ihrer Heimat Eritrea, Syrien oder Libyen fliehen, zum Beispiel in einem Schlauchboot zurückzulegen, ertrinken jämmerlich im Mittelmeer oder landen auf einer griechischen Insel an, wo sie nahezu kaserniert und drangsaliert einer ungewissen Zukunft entgegensehen. Gesteigert noch durch den Umstand, dass die Covid-19-Pandemie, die uns alle in Atem hält und schacht, die fast vollständig von den Bildschirmen und damit aus dem Bewusstsein Europas hat verschwinden lassen. Europa aber ist das Festland, das sie sehnsüchtig zu erreichen suchen. Aber dieses Europa ist unterdessen zu einer Festung geworden, das Gegenteil einer Verheißung, die in Erfüllung zu gehen verspricht. Grenzposten und Pfosten und Stacheldraht gehören heute zu seiner politischen Praxis und Emblematik. Das Blau der EU-Flagge und der darin eingeschriebene güldene Sternenkranz könnten auch das Blau des Mittelmeers, das Mare Nostrum und das darüber gewölbte Sternenzelt repräsentieren, das vordem den Seefahrern den Weg wies, aber symbolisch abstrakt und daher nahezu unverständlich geworden, taugen diese Elemente heute kaum mehr dazu. Es fehlt dem Kontinent nicht zuletzt an Symbolkraft und, wie es Jürgen Habermas vor Jahrzehnten bereits formuliert hat, an vernünftiger kollektiver Identität. Wer den wohlklingenden, vokalreichen Namen Europa trägt oder vertritt, sei es als König oder Königin, als Präsident oder Präsidentin, sollte sich und seine Gemeinschaft immer auch an den damit gegebenen hohen kultur-, historischen und politischen Anspruch erinnern und versuchen, ihm nicht nur durch die Worte eines eher diffusen Migrationspapiers, sondern durch Taten gerecht zu werden, sprich Flüchtlingen, besser Schutzbefohlene genannt, durch Aufnahme ins eigene Land aus der Not zu helfen. In Gedenken an die Prinzessin Europa, die aus dem Morgenland kam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber sehr Herr Professor Diers, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen großen mythologisch-ikonografischen Rundumschlag, aus dem wir jetzt quasi als das zweite Panel in die Tiefen der Krisen der Gegenwart zu steigen haben, bevor das dritte abschließende Panel dieses Tages dann noch einmal den utopischen Blick weiten wird. Wir haben heute jetzt die Aufgabe hier gewissermaßen mit drei Positionen, die spannender und aber auch weiter nicht sein könnten, die Gegenwart Europas zu beschreiben. Natürlich die Frage auch, ist dieser Krise Europas, die so drastisch eben von Herrn Professor Diers beschrieben wurde, ist sie zu überwinden? Ist sie eine Form, die eine Chance bedeutet? Oder ist sie so etwas, ich nenne es mal, den Kipppunkt einer europäischen Entwicklung, die heute andere Dimensionen annimmt? Mein Name ist Albrecht von Lucke, ich bin Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, darf jetzt moderieren und ich will Ihnen kurz die drei Gäste vorstellen, die alle eines, so unterschiedlich sie sind, eines gemeinsam haben. Sie haben alle einen weiten, ja fast globalen Blick. Alle drei haben lange in Amerika gelebt und gelehrt, viele auch in anderen Kontinenten und zwei von ihnen jedenfalls. Und sie haben aber höchst unterschiedliche Professionen und kommen von daher von drei unterschiedlichen Blickwinkeln, einem ökonomischen, einem philosophischen und ich sag's mal einem ganz globalen, einem kulturwissenschaftlich globalen Standpunkt, der Reihe nach. Ich stelle Sie vor in der Reihe Ihrer Vorträge, beziehungsweise Vorträge haben wir in dem Falle nicht, sondern Ihrer kurzen Intervention. Wir machen es diesmal so, da wir ja eine begrenzte Zeit haben, wir versuchen, manchen Gedanken aufzunehmen. Ich werde das formulieren und dann anschließend in eine hoffentlich lebhafte Debatte zu kommen. Zum einen Jonas Schreuk, er ist promovierter Ökonom, seit 2010 Inhaber des Lehrstuhls für Management im Gesundheitswesen, Professor auf diesem Lehrstuhl und wissenschaftlicher Direktor des Hamburger Centers for Health Economics der Universität Hamburg. Ich muss gestehen, ich habe heute und die Tage in der Vorbereitung zum ersten Mal von diesem sehr wichtigen Institut erfahren. Es ist mit 70 Wissenschaftlern eines der größten Zentren für gesundheitsökonomische Forschung in Europa. Er wird uns natürlich von daher den ökonomischen Blick gleich präsentieren auf die Krisenfrage und auch natürlich die Frage, ist vielleicht die gegenwärtige Corona-Krise als eine Krise geeignet,
Krise zu verschärfen oder vielleicht zu überwinden. Rahel Jeggi ist die zweite in der Runde, promovierte Philosophin, seit 2009 Professorin für praktische Philosophie und Rechts- und Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität, seit 2018 auch die Leiterin des Centers for Humanities and Social Change in Berlin. Ihr Schwerpunkt ist die kritische Theorie, sie steht klassisch in dieser Tradition, hat zu Kritik der Lebensform, aber auch viel zu Solidarität geforscht und publiziert. Und man darf sie, glaube ich, mit Fug und Recht so ein bisschen wie die Berliner Avantgarde, den Vor- und Außenposten der Frankfurter kritischen Theorie bezeichnen. Sie hat auch lange in Frankfurt studiert und gelehrt. Und der dritte im Bunde ist vielleicht der globalste von allen drei Teilnehmern. Das ist Johannes Ebert. Er ist Orientalist, Studium der Islamwissenschaften, Arabisch, Persisch, Türkisch und wissenschaftlicher Politik in Freiburg, im Breisgau, in Damaskus. Dann hatte er eine kurze Phase im Journalismus, um aber dann bereits vor 30 Jahren, 1992 oder 91, ins Goethe-Institut einzusteigen, beziehungsweise im Goethe-Institut tätig zu werden. Er war auf allen Kontinenten tätig, sehr viel auch im arabischen Raum und ist seit 2012 Generalsekretär des Goethe-Instituts. Zum Anfang die Frage an Herrn Schreöck. Wir haben jetzt soeben sehr stark auch das Bild Europas gesehen. Man kann es ja auch ein Stück weit vom Mythologischen herausziehen in die Gegenwart. Europa, das Bild der Europa auf dem Stier, ist natürlich eines, was sehr stark mit dem Euro schwanger geht, was sehr stark auch mit der Frage schwanger geht. Europa war am Anfang, vor allem die EU, eine Idee auch des Zusammenwachsens aus ökonomischen Notwendigkeiten. Die ökonomische Idee der Montanunion hat gewissermaßen das philosophische, das politische Europa nach vorne getrieben. Was ist Ihre Einschätzung jetzt gerade auch mit Blick auf die Corona-Krise? Ist das ein Moment des Wachsens an der Krise oder steckt ein Moment dass die Krise auch zu einem Zerstörungsmoment werden kann? Ja, vielen Dank, Herr von Lucke. Also in der Tat ist die EU natürlich ursprünglich als reine Wirtschaftsunion gegründet worden und in den letzten Jahren wurde es aber aus meiner Sicht schon unabhängig von der aktuellen Krise immer klar, dass das ein Trugschluss ist, dass wir wirtschaftliches Handeln und gesellschaftliche Rahmenbedingungen so trennen können, wie sich das manche in der EU vorgestellt haben. Herr Diers hat die Migrationskrise angesprochen und das gilt in ähnlicher Weise auch für die Daseinsvorsorge, zu der natürlich auch das Gesundheitswesen gehört. Diese aktuelle Krise veranschaulicht uns nochmal, dass ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit offenen Grenzen natürlich mehr benötigt als gemeinsame Rahmenbedingungen für den Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Wenn wir bei Symbolen bleiben, dann ist das aus meiner Sicht bezeichnend, dass zum Beispiel die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC nur über eine Ausstattung von 290 Mitarbeitern verfügt, während das RKI in Deutschland 1200 MitarbeiterInnen hat. Und die ECDC ist ja vielen vor der Krise, selbst Experten vor der Krise teilweise gar kein Begriff gewesen, weil sie im Grunde eben kaum Kompetenzen hat. Und das war ja auch eigentlich so intendiert, muss man sagen. Also diese Krise hat uns den Blick geöffnet, dass die EU bisher eigentlich kaum Einfluss hatte, gerade in den Bereichen, um die es jetzt tagtäglich geht. Also beispielsweise Testverfahren, Testhäufigkeiten, Grenzkontrollen und natürlich viel wichtiger, die Koordination auch von Kapazitäten, Planung von Kapazitäten des Gesundheitswesens. Wozu das geführt hat, das konnte man in der ersten Welle der Pandemie durchaus auch bildlich beobachten. Ja. Das alles ist nicht neu. Die WHO, Euro, viele internationale Organisationen mahnen seit langem eine bessere Koordination innerhalb der EU an. Zum Beispiel bräuchten wir dringend eine gemeinsame Strategie der EU zur Planung und Ausbildung von Pflegepersonal und Ärzten. Es ist ja immer ein Wettbewerb und Kooperation. Ja? Davon lebt natürlich auch so ein Raum wie die EU. Und zu oft haben wir aber gerade Wettbewerb gesehen, ohne dass er so offen ausgesprochen wird, expliziert wird. Positiv gesehen hat diese Krise aus meiner Sicht tatsächlich dazu geführt, dass viele die fehlenden Kompetenzen der EU jetzt erkannt haben. Also ein Beispiel ist ja die gemeinsame Initiative zur Finanzierung der Impfstoffentwicklung. Das kann man durchaus als Erfolg betrachten. Und immerhin existiert jetzt eine Initiative der EU-Kommission zur Entwicklung einer Gesundheitsunion. Das würde ich sagen, ist schon fast spektakulär, wenn man einige Jahre zurückdenkt. So sollen zum Beispiel auf europäischer Ebene Pandemiepläne entwickelt werden.
Die EU soll einen Gesundheitsnotstand erklären können und damit zum Beispiel die Entwicklung, den Kauf und Lagerung medizinischer Güter vornehmen können. Das wäre natürlich ein erster wichtiger Schritt. Und der Aufbau von EU-Kompetenzen ist natürlich, muss man sagen, generell eher mittel- und langfristig zu erreichen. Also man darf sich kurzfristig da nicht zu viel erwarten jetzt. Insofern denke ich aber insgesamt, dass die aktuelle Krise tatsächlich auch integrierend wirkt. Also in den Bereichen der Daseinsvorsorge, die ich vor allen Dingen gut überschauen kann. Und zwar über die wahrgenommene Bedrohung des eigenen Wohlstands. Das muss man tatsächlich leider so sagen. Aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein wirkungsvoller Mechanismus. Das kann man derzeit beobachten. Und dieser Zusammenhang ist jetzt, glaube ich, vielen deutlich geworden. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass diese Krise eben tatsächlich eine integrierende Wirkung auf die Regionen haben dürfte. Also in Deutschland auch Landkreise, Bundesländer. Zu oft ist natürlich hier auch ein Nebeneinander statt ein Miteinander zu beobachten. Das heißt, ich würde das noch weiter herunterbrechen, tatsächlich, auch wenn es hier und heute natürlich um die EU selbst geht. Besten Dank. Danke, Herr Schreyuk. Ich kann gleich die Frage weiterleiten an die Philosophin, Frau Jeggi. Wenn wir jetzt diese Überlegungen, die Herr Schreyuk anstellte, auf die aktuelle Debatte auf Europa auch beziehen, die wir dieser Tage in aller Härte erleben. Also die Frage, das wäre ja auch, kann man sagen, im positiven Sinne, positiv durchaus in Anführungszeichen, manchen wird es in Abrede gestellt, es ist ja auch ein großer Schritt, dass die Union sich jetzt zu einer Schuldeneinheit verstanden hat, dass sie dezidiert zu einer Transferunion bereit ist zu werden, was von anderer Seite natürlich durchaus kritisch gesehen wird, aber von vielen auch als ein großer Schritt der Übernahme der Verantwortung in europäischer Hinsicht aus der Sorge um das Scheitern, der Sorge vor der Seuche. Die Frage ist, und wir erleben das gerade mit aller Härte, das wäre meine Frage an Frau Jeggi, die äußere Bedrohung auf der einen Seite, aber im Inneren die Diskussion um die Frage der Wertegemeinschaft, die Tatsache, dass Ungarn und Polen dezidiert nicht bereit sind, Rechtsstaatlichkeit als einen inneren Wert der Union zu akzeptieren und das gewissermaßen als Druckmittel geltend machen. Manche sprechen gar von Geiselnahme der anderen EU-Staaten, indem sie blockieren, dass es den großen milliardenschweren, ja billionenschweren Haushalt gibt. Ist das so etwas wie ein innerer Riss der vermeintlichen Werteunion, die heute eigentlich kenntlich macht, dass von einer Gemeinsamkeit der Werte, vor allem auf der Vorstellung gemeinsamer geteilter Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Grundlagen, nicht mehr die Rede sein kann? Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist ein innerer Riss. Aber das Interessante an diesem ist, dass der ja gewissermaßen durch die, also in größerem und kleinerem Umfang, durch die einzelnen Mitgliedsländer hindurchgeht. Das ist ja nicht nur ein Riss zwischen verschiedenen Ländern der Europäischen Union und Europas, sondern es ist einer, den wir in jedem einzelnen Land wiederfinden. Also der Riss zwischen liberalen und illiberalen Verständnissen von Demokratie, der Riss zwischen autoritären und demokratischen Vorstellungen, zwischen individualistisch wettbewerbsorientierten und eher solidarischen Vorstellungen über die Organisation eines Gemeinwesens. Oder eben auch, und ich fand das sehr schön, dass die Ikonografie Europas mit dem Bild von Geflüchteten auf dem Boot geschlossen hat, eben auch der Riss zwischen denjenigen, die ein eher einschließendes Verständnis von Europa haben oder denen, die dieses als ein ausschließendes, als sozusagen ein Bollwerkverständnis von Europa haben und daraus Politik machen. Insofern, also wenn man das so sieht, dass diese Spaltung eben sozusagen quer durch die europäischen Länder geht, und nicht primär zwischen diesen ist, obwohl sie sich eben sehr stark zwischen, also eben an solchen Krisen wie dem, was wir gerade erleben, dann eben manifestiert. Einfach deshalb, weil es eben in einigen Ländern die eine oder eben die andere Fraktion an der Macht ist. Aber wenn man das mal so sieht, dass es in jedem Fall ein gesamteuropäisches Problem ist, dann fragt sich natürlich, woran liegt das? Was könnte man, gibt es etwas, was auf der europäischen Ebene eigentlich dagegen getan werden könnte oder müsste? Oder ist die europäische Ebene eigentlich diejenige, die das überhaupt nur kitten könnte oder lindern könnte, was hier aufbricht an Spannungen? Und da glaube ich, das kann man mit Ja beantworten. Also die sozialen Spaltungen, die größer werdende Ungleichheit, auch der Abbau von solidarischen Institutionen, den wir in einem Europa, von dem man gerade, wenn man es zum Beispiel mit den USA vergleicht, könnte man ja sagen, generell war die europäische Idee oder was die europäische
nicht nur Wertegemeinschaft, sondern eben die sozialen Institutionen Europas, also der vielen einzelnen europäischen Länder gekennzeichnet hat, war ja doch eine stärkere Orientierung an solidarischen Mechanismen der Daseinsvorsorge. In dem Moment, in dem diese so stark abgebaut worden sind, wie wir das in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, also institutionelle Desolidarisierungsschübe hier gegriffen haben, deren Konsequenzen wir ja in der Corona-Krise sehen. Also ich glaube, das ist eine der Momente, diese Krise ist eine der Momente, wo an allen Ecken und Enden sozusagen, ja, was die Krankenhäuser angeht, also was bedeutet es eigentlich, die Bewirtschaftung von Krankenhäusern auf ökonomische Imperative umzustellen? Was bedeutet es, dass wir bestimmte Arten von Arbeit, von Tätigkeiten, von Pflegetätigkeiten so minder bewertet haben und auch da tatsächlich in eine ganz unheilvolle Konkurrenz innereuropäisch und auch noch weiter getreten sind. Also alle diese Dinge werden ja jetzt sichtbar und vielleicht ist insofern meinem Vorredner zuzustimmen, dass die Krise hier tatsächlich auch zu einer Neukonsolidierung beitragen könnte, eine integrierende Funktion haben könnte, dass genau in dem Moment klar wird, dass man alle diese Dinge eigentlich nur auf europäischer Ebene lösen kann. In dem Sinne ist dann aber, und das wäre sozusagen die Frage auf die Wertegemeinschaft, in dem Sinne ist aber ja dann auch wieder klar, das ist gar nicht, es geht vielleicht gar nicht darum, sind wir eine Wertegemeinschaft und wie können wir es wieder werden? Ich werde da immer so ein bisschen nervös, wenn man auf der Ebene argumentiert, dann hat man so das Gefühl, ja, wir müssen uns jetzt einfach nur an eben jene Werte erinnern und uns ein bisschen zusammennehmen oder diese im Sinne einer, also eben auch des Schaffens von Gemeinsamkeiten befördern. Ich glaube ja, Gesellschaften sind natürlich integriert über bestimmte normative Überzeugungen, aber eben vor allem auch über Praktiken, über Institutionen, die von diesen getragen sind und diese auch ermöglichen. Ja? Also ich stelle mir das als ein Ineinandergreifen von normativen Überzeugungen und ganz konkreten Lebensverhältnissen, praktischen Lebensverhältnissen, Institutionen, in denen wir unser Leben führen und die uns so etwas wie ein solidarisches Miteinander überhaupt erst nahelegen. Und insofern sozusagen gegen die eher luftigere Idee der Wertegemeinschaft würde ich eben doch die etwas, sagen wir, praktischere Idee der gelebten, institutionell verankerten Solidaritäten stellen. Und da gibt es sicherlich, also einerseits gibt es da auf die Krise der Demokratie in Europa, die wir konstatieren können, keine andere Antwort als mehr Demokratie, wie das eben so häufig ist, auch wenn sich das dann erstmal unwahrscheinlich anhört. Aber man kann, glaube ich, auch ganz konkret sagen, dass es nichts gibt, was die Idee von Europa oder auch die eben jenen Wertekonsens mehr befördern würde, als eine gemeinsame und effektive Sozialpolitik, ein gemeinsames, effektives Arbeitsrecht, also Organisation der Arbeitsverhältnisse in einer bestimmten Weise, die eben auch die Integrität der Arbeit und der Arbeitsplätze schützt, die sie vor der kompletten Vermarktlichung, Kommodifizierung schützt, die bestimmte basale Daseinsvorsorgen ermöglicht, aber eben auch darüber hinausgehend das schützt, was jeder, der hier sein Leben führt, von den anderen erwarten kann. Und das scheint mir, also auch hier, ja, das wird in dem Moment, in der heutigen Situation wird das klar, dass das so ist, dass es hier ein immenses Defizit gibt. Aber möglicherweise ist die Krise der Moment, wo es nicht nur aus Not, wie das eben angeklungen ist, integrierende Wirkungen wir erreichen, von denen wir vorher nicht geträumt hätten, sondern wo auch tatsächlich so etwas wie eine Politisierung eben jener gemeinsamen Institutionen überhaupt erstmals möglich wird, weil auf einmal doch sehr, sehr viele verstehen, wie sehr sie in ihrer eigenen Handlungsfähigkeit und wie sehr die Nationalstaaten, auf die sie sich dann eben in teilweise defensiver Weise wieder beziehen, in ihrer Handlungsfähigkeit davon abhängig sind. Das kann beide Arten von Reaktionen befördern. Ja? Also ich wäre da nicht durchgehend so optimistisch wie mein Vorredner. Wie in jeder Krise kann das eben so oder so ausgehen. Es ist ein Entscheidungspunkt, es ist ein Punkt, an dem viel sichtbar wird. Und da gibt es zurzeit, glaube ich, immer noch gewissermaßen beide Richtungen, in die das gehen kann. Aber dass es Krisen sind und in dem Sinne auch, Habermas hat vor vielen Jahren schon mal gesagt, vielleicht sind wir im Moment bezüglich Europa eher in der defensiven Situation. Also Europa ist das, was eine ansonsten auftretende Spannung zwischen einer
systemisch integrierten Weltgesellschaft, ökonomisch verfassten Weltgesellschaft und der Handlungsfähigkeit von nationalstaatlichen Demokratien. Also möglicherweise sind wir in der defensiven Lage, dass es gar nicht die große, sozusagen leuchtende, goldene, positive Idee Europas ist, die uns hier zusammenbringen wird, sondern tatsächlich Probleme, die zu lösen sind, Krisen, eine Defensive in dem Sinne, dass wir diese Spannung, die zu all diesen Verwerfungen, über die wir gesprochen haben, führt, anders gar nicht auflösen können. Ja, ich glaube, da sollten wir unbedingt auch nochmal konkreter drauf gucken und zurückkommen. Die Frage, ist der Begriff Wertegemeinschaft überhaupt hinreichend? Sind es nicht ganz andere Treibmittel, die momentan Chancen wie auch Krisen bedeuten? Und da will ich aber zunächst natürlich den dritten Diskutanten mit ins Gespräch bringen, denn der kann natürlich, Herr Ebert, einen ganz anderen, nochmal viel globaleren Blick auf die Dimension der Krise werfen. Was ich auch so anregend fand, und das sei an dieser Stelle gefragt, zuspitzend anregend in dem schönen Vortrag von Professor Diers, das war die einerseits Skizzierung von Frau von der allein als gewissermaßen die Königin Europas. Man ist ja geneigt zu fragen, ist das nicht eine Königin ohne Land? Also ist das nicht bereits auch in der ikonografischen Parallelisierung, die Herr Professor Diers da tätigte, mit dem schönen Schweinchen Rosa, ja, der Wohlfühlfarbe, ist das nicht das Gegenteil? Und ich glaube auch wirklich, dass die Rede von Frau von der Leyen eigentlich sehr stark damit kontrastierte. Die Ernsthaftigkeit der Ansprache, die sie an dem Tag auch an den Tag legte, zeigt natürlich, dass die Krisenhaftigkeit immens ist. Und das zweite Bild, was ich in ihre Richtung spielen wollte, was ich auch hoch anregend fand, ist die Frage, sind wir nicht an einem Punkt, und das können Sie sicherlich am besten beurteilen, als der, der sehr viele Jahre von außen sich die Lage Europas angeguckt hat, in dem Europa ein Stück weit wieder in die Rolle des Subkontinents zurücktritt, also die zentristische Rolle verliert und die Frage aufgeworfen ist, wie wird eigentlich von außen mittlerweile, ob aus jetzt, was uns natürlich auch sehr interessiert, amerikanischer Sicht, aber auch sehr stark aus der asiatischen Sicht. Wie wird eigentlich Europa mittlerweile wahrgenommen? Wird es überhaupt noch als der Hauptgestalter wahrgenommen? Oder ist es mittlerweile in der Sicht der anderen Kontinente eigentlich mehr ein Kontinent der Krise in seiner Selbstbeschreibung und in seiner Selbstwahrnehmung, wie auch in der Fremdwahrnehmung geworden? Also das ist in der Tat, wir haben natürlich in den letzten 20 Jahren eine Entwicklung zu einer multipolaren Welt. Das heißt, wir sind ausgegangen, eigentlich hat Europa die Standards gesetzt, gemeinsam mit den USA in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das hat sich natürlich verändert. Da gibt es in der Tat, geht es da aber wirklich auch um eine Wertediskussion. Es gab ja mal in Singapur und in China die Proklamation asiatischer Werte, die man genau gegen die universellen Menschenrechte gestellt hat. Und wir merken das in der Kulturpolitik auch ganz stark daran, dass die asiatischen Länder und Russland sehr stark aktiv werden in der Kulturpolitik, beispielsweise durch die Gründung von Konfuzius-Instituten, durch russische Kulturinstitute, die vielleicht mit ein bisschen anderen Aspekt als die Goethe-Institute oder andere europäische Kulturinstitute ihre Arbeit betreiben, nämlich sehr stark präsentieren, sehr stark propagandistisch und sehr stark ihre Interessen vertretend. Das tun wir auch im gewissen Maße, aber ich glaube, dass es bei uns schon eher so ein bisschen aufgeklärter Prozess ist, zuzuhören, die anderen Positionen wahrzunehmen und daraus eine kulturelle Arbeit abzuleiten. In diesem Spannungsfeld würde ich sagen, dass, was ich sehr spannend finde, ist ja bei uns in diesem Hinsicht auch unsere Selbsthinterfragung. Beispielsweise jetzt in der Diskussion um Kolonialismus und Postkolonialismus, die in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europa jetzt erst sehr stark aufkommt, auch beschleunigt durch Impulse von außen, durch selbstbewusste Partner, die von Europa auch durchaus verlangen, sich selbst zu reflektieren und auch unangenehmen Fragen an die eigene Geschichte stellen. In der Wahrnehmung glaube ich aber, dass Europa und das offene Gesellschaftsmodell, das wir ja vertreten, wir haben darüber gesprochen, dass Polen und Ungarn im Moment, was mich persönlich sehr ärgert, einfach hier das negieren und so eine Art Erpressung beim Haushalt versuchen. Aber insgesamt sind wir doch offene und demokratische Gesellschaften. Und mein Eindruck ist, dass dieses Modell doch noch deutlich mehr Anziehungskraft hat als asiatische, eher totalitäre Modelle. China ist eine Herausforderung, weil China ja
beides kombiniert wirtschaftlichen Wohlstand und ein autoritäres Regime, das wir auch in der Arbeit im Kulturbereich sehr stark fühlen. Das heißt, ich glaube, dass Europa weiterhin positiv wahrgenommen wird, trotz der Krisen, dass das Gesellschaftsmodell positiv wahrgenommen wird, dass wir stärker auch als Europa uns nachhören müssen, was geht in der Welt vor und uns darauf einstellen müssen und Antworten darauf finden müssen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns. Ich habe noch einen Gedanken, den ich noch anbringen wollte, weil ich Frau Jägi zwar zustimme, dass es um Systeme geht und Institutionen, aber ich würde schon noch mal ergänzend und auch in Bezug auf den Vortrag über die Ikonografie, den Begriff des Narrativs ins Spiel bringen, weil ich glaube, was in Europa so ein bisschen fehlt im Moment, sind identitätsstiftende Elemente. Ja, das war ja auch in diesem Vortrag ein bisschen angesprochen. Und das einzige starke Narrativ, das Europa hat, ist immer noch das alte Narrativ der Friedens, also dass Europa, die EU es geschafft hat, den Frieden zu bewahren. Barroso hat mal vor ein paar Jahren versucht, ein neues Narrativ zu schaffen. Das ist meiner Ansicht nach ziemlich schief gegangen, weil es einfach aufgesetzt war, eine Gruppe von Künstlern und Intellektuellen versammelt, die dann Europa eine Seele geben, ein Narrativ entwickelt hat. Das glaube ich, dass das nicht funktionieren kann. Und ich habe im Moment ein bisschen den Eindruck, dass durch die Krise sowohl die nationalen Systeme viel stärker wahrgenommen werden, also im Sinne von Frau Jägi, das Gesundheitssystem, das Sicherheitssystem, die Verteilungssysteme sind überwiegend national orientiert und bestätigen da eher auch eine nationale Herangehensweise. Und ich bin eher auch gespalten, ob sich das nach Corona ändern wird. Also da bin ich, es kann, wie Sie sagen, in beide Richtungen gehen. Wir sehen ja auch, dass populistische Politiken sehr stark sind, sowohl in den Ländern, wo Populisten an der Macht sind, aber wenn ich an die Demonstration vor einigen Tagen denke, auch in unserem eigenen Land. Also diese identitätsstiftenden Momente zu schaffen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da haben eine Institution eine wichtige Rolle, aber nicht nur so eine technische Rolle, Frau Jägi, wie Sie es beschreiben, sondern ich glaube schon auch eine Diskussion über Werte und über Haltungen und über Demokratie zu stiften. Ja, ich möchte den Ball gerne gleich aufnehmen und wieder den Ökonomen ins Spiel bringen, weil an zwei Punkten ich Ihre skeptische Sicht, Herr Ebert, sehr teile. Ich glaube in der Tat, so sehr die EU ein Treibriemen war in Richtung, auch die Ökonomie gerade, ein Treibriemen in Richtung Vereinigung, haben wir momentan Fliehkräfte, die ungemein in Richtung Nationalismus tendieren. Ich will aber einen Gedanken noch aufnehmen. Sie sagten, es gab bisher nur ein Narrativ, das war das große Narrativ, und dem hängen wir noch immer, das Friedensnarrativ. Ich glaube, man muss es sehr scharf formulieren. Ich glaube, unausgesprochen im Westen, aber weit stärker ausgesprochen im Osten Europas, ist das Festungsnarrativ längst ein neues Narrativ. Und wir sind unehrlich, wenn wir nicht zur Kenntnis nehmen, dass das mittlerweile das eigentlich verbindende Narrativ der Europäischen Union geworden ist. Und wir müssen man muss machen. Sie können, ich will, ja, aber gerne, wenn Sie, sagen Sie nur. Ja, ganz kurz nur, die Öffnung Europas war natürlich auch sehr positiv, also 89 und so, das ist auch noch ein starkes Element, vor allem für die osteuropäischen Länder, die da Europa sehr positiv wahrgenommen haben. Sorry. Absolut. Nein, ich will das auch nur aufnehmen. Es ist ja, ich will mich gar nicht als Diskutant beteiligen, aber in den Gedanken an Herrn Freiberg weiterzuspielen, was mir natürlich sofort bei der Spannung der Thematik eine große Versuchung ist, aber den Ball an Herrn Freiberg weiterspielen. Und das ist der Punkt, der ja alle Teilnehmer verbindet, vor allem interessanterweise auch den Ökonomen und die Philosophin. Was ist eigentlich der Wert, um den wir reden und reden müssen? Weil Jägi warf die Frage auf, ist nicht das Problem und seine Lösung ein großer Wert an sich? Und meine Frage auch an den Ökonomen wäre, und vielleicht auch nochmal Herrn Eberts Anstoß aufnehmend, ja, um welche Werte müssen wir eigentlich kreisen? Muss nicht ein Stück weit auch der gemeinsame Wert Europas darin bestehen, so ehrlich zu sein? Diese Europäische Union hatte von Anfang an ziemlich knallharte, auch ökonomische Interessen, die sie hat zusammenwachsen lassen, die auch eine Gemeinschaft hat, immer eine Interessengemeinschaft sein lassen. Und letztlich darüber sich, ich sag mal, einen mentalen Überbau gezimmert hat, der aber letztlich von sehr
harten ökonomischen Interessen grundiert war. Und jetzt hart gesprochen, müssen wir nicht uns eingestehen, dass wir wahrscheinlich einerseits, ich habe die Abgrenzungskomponente der Exklusion der anderen schon beschrieben, die eine harte Gemeinsamkeit sind, die, glaube ich, letztlich ehrlicherweise große Teile Europas teilen. Und da müsste man auch nochmal sprechen, Rahel, Jeggi hatte es genannt, der Riss, der ja in der Tat durch alle Gesellschaften Europas geht, aber die Frage wäre ehrlicherweise, wer ist da in der Mehrheit? Ist nicht doch die Zahl derer in der Mehrheit, die glaubt, eigentlich muss Europa sich sehr hart abschließen bei Bereitschaft der Aufnahme durchaus Einzelner, aber keineswegs der Bereitschaft zum Beispiel offene Grenzen zu akzeptieren? Ist das nicht eine Interessengemeinschaft, die sehr hart ist? Und jetzt will ich es aber positiv formulieren. Könnte nicht in dieser Gemeinsamkeit einer Verständigung auf einen prosperierenden, aber durchaus auch wertorientierten gemeinsamen Kontinent Europa, könnte da nicht eine Werthaltigkeit über Interessen sein, die den Ökonomen dann quasi wieder ins Spiel bringt, der also auch eine Gemeinsamkeit wieder für Europa skizzieren könnte? Also eher zurück zum Anfang zu Hallstein und der ökonomischen Grundierung, Schumann und anderen, wo auch zunächst mal auch das stark war, und vielleicht danach erst die Wertetradition in philosophisch-humanistischer Tradition dazu kam. Ja, vielen Dank, Herr Polucke. Ja, ich würde Ihnen da vollkommen zustimmen. Insofern, das ist in gewisser Weise langweilig, weil ich würde das vollkommen unterschreiben, was Sie sagen. Ich glaube schon auch, also das ist eine harte Wirtschaftsunion. Diese Wirtschaftsunion definiert darüber natürlich auch ein Stück weit die Werte. Das ist vollkommen klar. Da würde ich vollkommen mit Ihnen übereinstimmen. Ich glaube, dass wir über viele Jahre viele von uns, vor allen Dingen auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ein bisschen mehr in die Europäische Union reininterpretiert haben, als sie tatsächlich im Endeffekt darstellen kann oder vielleicht auch möchte. Ich habe schon häufig Vorträge in Brüssel, auch bei EU-Politikern gehalten. Und ich musste immer wieder feststellen, dass Ideen für eine Gesundheitsunion oder auch einfach nur für eine stärkere Koordination und Zusammenarbeit der EU im Bereich der Daseinsvorsorge immer wieder nicht nur auf Skepsis gestoßen ist, sondern auf völlige Ablehnung. Also das hat mich immer wieder überrascht und es war immer wieder das Credo, wir sind im Grunde was mitschwang, das wird natürlich oftmals nicht so explizit ausgesprochen, aber was oftmals mitschwang ist, wir sind im Grunde eine Wirtschaftsunion und natürlich haben wir das europäische Wettbewerbsrecht, das setzt die Rahmenbedingungen, das muss auch sein. Aber wenn es um die Sozialstaaten geht und den Sozialstaat des jeweiligen Mitgliedslandes geht, dann macht jeder sein eigenes Ding. Und geht so weit, dass man nicht so gerne möchte, dass man volle Transparenz hat. Ja, wir haben ja nach wie vor in Europa ist das ja eine relativ absurde Situation, dass wir im Bereich der Daseinsvorsorge gar keine wirkliche Transparenz haben, was andere Länder eigentlich machen im Detail. Weder die Daten noch, also das habe ich immer wieder kritisiert. Und ich habe den Eindruck, dass das in der Vergangenheit auch gar nicht gewünscht war. Dass viele gesagt haben, nein, das ist nicht Domäne der Europäischen Union. Das ist gar nicht Teil unserer gemeinsamen Werte auch. Das habe ich so immer verstanden. Deswegen muss ich sagen, also meine Erwartungen an die Europäische Union in den letzten Jahren waren sehr gering. Deswegen empfinde ich, glaube ich, auch diese aktuelle Krise und die Diskussionen, die wir jetzt haben, um eine weitergehende, zum Beispiel Gesundheitsunion, um das mal wieder als Beispiel zu nennen, finde ich sehr, sehr positiv und bin sehr überrascht, muss ich sagen, darüber. Ich glaube, das erklärt das auch so ein bisschen, mein Einstieg, dass ich sagte, dass ich da sehr positiv eher bin und denke, dass diese Krise wirklich das Potenzial hat, stärker integrierend zu wirken an dieser Stelle. Liebe Rahel Jeggi, die Philosophin guckt sehr kritisch, so muss es. So verlangt es die Frankfurter Schule, die kritische Theorie. Aber nein, ist das hinreichend? Das kann Ihnen ja wahrscheinlich nicht reichen. Also ich will auch noch eine dritte Dimension reinbringen. Wir haben bisher noch gar nicht
jenseits Europas und darüber hinaus. Herr Ebert wird es dann sicherlich auch noch mal aufnehmen, hinausgedacht. Wir sind bei Corona verharrt, aber Ihre große Frage auch, die Kritik der Lebensstile, der Lebensformen, wenn wir jetzt Corona als ein Vorspiel nur der ökologischen Krise begreifen, und ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns einig, dass das die eigentlich weit größere Krise noch sein wird, steckt natürlich auch eine ganz grundsätzliche Anfrage, kann man Europa heute überhaupt noch exklusiv als Kontinent denken oder muss letztlich Lebensstilkritik weit grundsätzlicher noch ansetzen, muss es eine globale Dimension beinhalten? Also steckt dann doch wiederum, Entschuldigung Herr Schröck, so sehr ich das anregend finde, muss ich nicht doch ein wenig Wasser wieder in den Wein schütten, den ich selber versucht, ihn anzurühren? Also wird man nicht sogar diese Idee Europa zu stärken über eine Interessengemeinschaft, die sich stark an der Krise der Bewältigung von Corona ermächtigt, wird man sie nicht wieder relativieren müssen, weil letztlich mit der Klimakrise noch eine viel grundsätzliche Krise bereits in der Erwartung ist, die sich übrigens ja auch in Fluchtbewegungen manifestieren wird, die eigentlich bedeuten muss, dass das europäische Lebensmodell noch viel grundsätzlicher, auch genau wie Sie sagten, Frau Jäger, in Ihren Lebensstilen, in seinen Lebensstilen, in seinem Umgang mit den Ressourcen globaler Art, dass dieses Modell hinterfragt werden muss. Ja, das ist interessant, was Sie sagen. Ich war mal Zeugin einer Diskussion, in der ein sehr bekannter, euphorischer Vertreter der europäischen Idee, des europäischen Narrativs auf Vertreterinnen aus dem sozialen Süden gestoßen ist. Und das Interessante dabei war, dass es gar keinen richtig offenen Widerspruch gab dazu, sondern dass es so war, dass man hat einfach gemerkt, dass diejenigen aus dem sozialen Süden in gewisser Weise auf dieses Narrativ mit einem völligen Unverständnis in dem Sinne reagiert haben, dass sie gesagt haben, was soll denn für uns daran gut sein, wenn aus Europa sowas Ähnliches wird wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, also sozusagen das, was, und da komme ich nochmal, also ich komme jetzt auf Umwegen auf Ihre Frage zu sprechen, was Herr Ebert gesagt hat, das Narrativ, was wir brauchen, ich würde das nicht abstreiten. Ich bin auch keinesfalls, wenn ich von Institutionen und sozialen Strukturen hier rede, die sich verändern müssen und die das tragen müssen, dann meine ich damit, dann stelle ich das nicht in einen plumpen Gegensatz zu Ideen, kollektiven Identitäten, Selbstverständnissen. Also das ist keinesfalls eine technische Idee hier, sondern die Idee ist, dass beides sich durchdringt, ja, dass unsere Praktiken von Identitäten, von Selbstverständnissen, von normativen Selbstverständnissen durchzogen sind, aber das umgekehrt eben diese auch nur leben können, wenn es sozusagen ihren praktischen Ermöglichungsgrund gibt. Und das deshalb, also wogegen ich mich wehre, ist nur ein bisschen diese Rede von, na jetzt lass uns mal gucken, ob wir irgendwo ein neues Narrativ herkriegen oder ob wir die Wertegemeinschaft wieder stärken können. Ja? Wogegen ich mich wehre, ist, sagen wir mal so, die musilsche Parallelaktionssituation, wo alle da sitzen und sagen, na und jetzt brauchen wir noch die große Idee. Das, glaube ich, ist eine falsche Vorstellung davon, wie man so etwas stiften kann. Stiften tut man das, indem man es aus sozusagen den sozialen Strukturen, Praktiken, Institutionen, die in diese Richtung weisen, nimmt und natürlich auch dann verstärkt. Ja, da es eben ganz verschiedene Narrative gibt, könnte man das eine gegen das andere stark machen, zum Beispiel das Solidarische gegen das Unsolidarische. Und da sind wir bei der weltweiten Dimension. Herr von Lucke hat, glaube ich, ganz richtig gesagt. Ich meine, ja, wenn wir das mal ganz so ein bisschen böse betrachten, könnte man sagen, es gibt doch ein europäisches Narrativ und es gibt auch die Bilder dazu. Also das Narrativ ist das der Festung und das des Ausschlusses, die Bilder dazu, die Ikonografie wurde uns eben schön vorgeführt und der europäische Strahlenkranz, den kann man sich ohne weiteres als Stacheldraht vorstellen. Das ist jetzt eine sehr düstere und sehr einseitige Beschreibung vielleicht, aber ich meine, es ist in jedem Fall eine Beschreibung, von der man sagen kann, Herr Lucke hat es angedeutet, die ist nicht wenig dominant. Das heißt, natürlich müsste man dagegen etwas anderes stellen. Wie stellt man das dagegen? Unter anderem, indem man klar macht, dass die Solidarität nach innen ohne die Realisierung der Lage, in die wir weltweit geraten und von der Migrationsbewegungen ein Ausdruck sind, überhaupt nicht gelingen wird. Ja, dass es sozusagen eine regressive Abschottung ist, die in keiner Weise zu politischer Handlungsfähigkeit führen wird, auf längere Sicht. Das würde dann eben heißen, Solidarität nicht nur zu verstehen als irgendwo gibt es da gemeinsame Interessen, aber auch nicht nur zu verstehen als wir haben Mitleid mit allen, denen es schlechter geht, sondern das als eine gemeinsame Lage zu begreifen. Und das, glaube ich, gilt ebenso für die von Herrn von Lucke angesprochenen Fragen der Klimakrise, der Realisierung dessen, dass man, wenn man nicht
auf ganzer Ebene, also sozusagen auf globaler Ebene, Lebensformen, Lebensweisen, ökonomische Praktiken ändert, man da wenig Einfluss haben wird. Und das zum letzten Punkt, ich würde deshalb auch denken, dass die Gegenüberstellung EU als harte Wirtschaftsunion, wie gesagt worden ist, oder aber eben dann die EU als Wertegemeinschaft. Also auch da, ich möchte so ungern diese Wertegemeinschaftsidee so als den Zuckerguss und so als den, ja, den Kit, den man irgendwo anrühren kann und den man da jetzt mal drüber gießt, verstehen. Das ist kein Gegensatz. Also wenn es darum geht, auf globaler Ebene Lebensformen so zu ändern, dass sie inklusiv und nachhaltig werden und solidarisch werden, dann geht es ja um wirtschaftliche. Also dann geht es sozusagen, deren deutlichster Ausdruck sind ja wirtschaftliche Praktiken. Und die Frage, ob man hier so etwas wie dem Primat der Politik in irgendeiner Art und Weise, also Primat der Politik im Sinne von, also eine Orientierung an dem, am Gemeinwohl, an dem, was die Menschen, die hier und anderswo leben, brauchen, was eben bedeuten würde, auch also innerhalb der Wirtschaft, solidarische Orientierungen und Praktiken wieder neu auszubuchstabieren, ja? In dann wirtschaftlichen Institutionen, ja, in natürlich auch Gesetzgebung, Finanzmarktregulierung und all dem, was so dazugehört. Aber insofern ist das, könnte man sagen, naja, wenn man nach sowas sucht, dann muss man nicht nach einem neuen Narrativ suchen, sondern dann muss man sich unter anderem überlegen, wie Europa als ein Wirtschaftsraum, der andere, der hier ein anderes Verhältnis von Solidarität und Eigennutz, von Gemeinwohlorientierung und Wachstumsdynamik und Profitorientierung überhaupt denken kann. Ich glaube, Herr Ebert, die Frage geht direkt an Sie. Da muss ich gar nicht viel anschließen. Das ist gewissermaßen an den intellektuellen Praktiker in globaler Mission, also den Generalsekretär des Goethe-Instituts gerichtet. Ich will nur einen kleinen Gedanken vielleicht noch zuspitzen sagen. Rahel Jeggi sagte vorhin so interessanterweise, die Werte Europas werden ja durch alle Staaten mehr oder weniger dicht verfochten. Man könnte es ja noch sogar weiten. Wäre die Frage nicht sogar in globaler Hinsicht zu formulieren, sind nicht die europäischen Werte, die wir als universalistische begreifen, nicht überhaupt auch in globaler Hinsicht zu stärken? Gewissermaßen als ein Netzwerk, das ja natürlich auch von jemandem wie Ihnen sicherlich im Blick gehalten wird, gleichsam global europäische Werte auch mit Rückwirkung nach Europa stark zu machen, um die von Ihnen, wie ich finde, völlig zu Recht stark gemachten nationalistischen Tendenzen Europas zu konterkarieren oder zumindest zu bekämpfen. Also ich möchte erst zu Frau Jäge vielleicht, mein Barroso-Beispiel war ja genau das, was Sie sagen, das geht nicht durch eine intellektuelle Überlegung, ein Narrativ zu schaffen, das ist künstlich, das funktioniert nicht, ja? Sondern ein Narrativ entsteht durch Erleben, durch innere Beteiligung, durch eine Situation, die man einfach mitmacht und dann als kollektives Gedächtnis, ohne dass ich da jetzt Spezialist bin, das will ich hier gar nicht anmuten, übernimmt. Und deswegen ist für mich das Spannende daran, und das ist jetzt nochmal innereuropäisch, ich würde aber auf die globale Dimension sehr gern nochmal kommen, wie schafft man einen Zusammenhalt und wie schafft man eine Identität, wenn eben nicht so ein Narrativ auf wirklich vor einem liegt oder sich automatisch ergibt. Und wir sprechen ja über diese europäischen Werte, die sind, das ist auch so ein bisschen ein komischer Begriff, die sind aber im Maastricht-Vertrag, im Lissabon-Vertrag stehen die eigentlich drin. Rechtsstaatlichkeit beispielsweise ist da verankert, ja, ob Polen oder Ungarn das wollen oder nicht, das steht da drin, ja. Und meine Erfahrung in Europa ist, es ist ein permanentes Einüben. Ja. Julia Kristeva hat ja gesagt, die europäische Identität ist ein Gegenstand fortgesetzter und unaufgehörter, unabschließbarer Suche. Ja. Und wir sind wahrscheinlich mit diesem Panel jetzt gerade Teil davon. Und deswegen finde ich so Dinge wie Erasmus Plus, Jugendaustausch, alle diese Dinge, wo Menschen auf einer ganz persönlichen Ebene zusammenkommen,
und das sich dann über viele Jahre hinwegzieht. Oder wir erleben das konkret, dass wir mit europäischen Kulturinstituten zusammen Projekte machen in Konsortien. Und da merkt man natürlich, wie die anderen in vielen Dingen mal anders drauf sind und man zuhören muss und man sich in den anderen hineinversetzen muss, um zu verstehen, was überhaupt da vorgeht, was in dem anderen überhaupt vorgeht. Und das ist, glaube ich, eine Kunst, die wir in Europa noch viel stärker lernen müssen. Bei der Griechenland-Krise beispielsweise hat es in Deutschland viel zu schnell geheißen, das sind die Griechen, die bringen das wirtschaftlich nicht hin. Und bei den Griechen hat es viel zu schnell geheißen, Deutschland ist der Zuchtmeister. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen genauer hinhören müssen, was steckt eigentlich dahinter und wie ist die Befindlichkeit des jeweils anderen. Und ich glaube nicht daran, dass Europa eine reine Wirtschaftsunion ist. Ich glaube, der Brexit hat sehr viel mit Werten zu tun, weil wirtschaftlich ist er nicht klug. Ja? Aber da ist einfach so ein Mythos, so eine Selbstüberzeugung von wiederum populistischen Politikern aufgegriffen worden, um das zu instrumentalisieren. Also ich glaube, und da sind wir jetzt wieder zusammen, Frau Jäger, wir müssen das wirklich ganz zusammendenken und die Institutionen müssen quasi so eine Emanation oder so eine Verkörperung dieser Haltungen sein. Global würde ich sehen, wir haben in der Tat sehr große Herausforderungen, die man global nur lösen kann. Das ist auch so ein bisschen dahingesagt. Aber wir erleben das in unserem Netzwerk an jedem Ende, an jedem Punkt. Ein konkretes Beispiel, als wir in Berlin über die Straßennamen diskutiert haben, in einer kolonialen Perspektive, war in den USA nur minimal später die ganze Diskussion um Denkmäler mit Kolumbus und so weiter. Und das heißt, die ganze Frage, wie erinnern wir uns, wie gehen wir mit Geschichte um, ist im Moment ein globales Thema. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das man auch angehen muss, aber dann auch wirklich sehr, 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 wie soll ich das sagen, menschheitswichtige Themen wie Migration, wie Klima, wie Digitalisierung, die Folgen der Digitalisierung, Artificial Intelligence und so, das kann man doch national und auch europäisch nicht mehr lösen. Und deswegen glaube ich, dass Institutionen, die international operieren, auch gar nicht mehr so sich sehen dürfen als nationaler Akteur, der jetzt irgendwie in internationalen Zusammenhängen agiert, sondern wirklich multilateral diese Probleme mit Partnern angeht. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen abgekommen, aber ich will den ersten Gedanken trotzdem nochmal aufnehmen, weil der mir auch so wichtig war. Sie haben ja die These auch aufgestellt, der Brexit hatte viel mit Werten und Kultur zu tun, ohne Frage. Aber man müsste, um den Ball auch nochmal dem Ökonomen zu spielen, das auch dergestalt doch pointieren und zu sagen, er hatte aber leider auch sehr viel mit Ökonomie zu tun. Die Desinformationskampagne der Johnsons und Co. War doch darauf gegründet, dass man gesagt hat, Europa rechnet sich nicht für uns. Ganz knallhart die These, es war ein Verlustgeschäft für Großbritannien. Insofern glaube ich, ist das eine, war ja gar nicht auch mein Wille und von Herrn Schreyer glaube ich auch nicht, vielleicht von mir nur als Agent Provokateur, ein Stück weit hier eine Gegensetzung von ökonomischem und kulturell normativen Werten zu stellen. Sondern ich glaube, und das wäre die Frage nochmal an den Ökonomen, vielleicht zum Schluss, weil ich sehe, Herr Mayer hat Fragen, die würde die Frage aufwerfen, ob es nicht doch so etwas gibt wie eine notwendige Ergänzung, gewissermaßen in der Tradition, das ist auch der Output, der gemeinsame Wert Europas, den er stiftet, in ökonomischer Hinsicht wie auch in werthaltiger, normativer Hinsicht. Das kann meinem Eindruck nach der Wert sein, also den Europa doch für viele haben muss. Und darüber wird man dann vielleicht auch stärker wieder normative Werte implizieren können. Das wäre meine Frage an Herrn Schreyer nochmal vielleicht zum Schluss. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich sehe es tatsächlich so, dass das eigentliche Narrativ in Europa, was sich auch so durchzieht über viele Jahre, dass das tatsächlich der wirtschaftliche Erfolg ist. Und der wirtschaftliche Erfolg nicht nur rein platt als Wachstum, sondern die Berücksichtigung des Sozialstaats. Das ist ja doch auch was wirklich für Europa steht, auch wenn wir uns international umschauen in Asien. Gut, da wird Sozialstaat ganz anders definiert als in Deutschland, als in Europa, aber auch in den USA, Südamerika. Also das ist wirklich was aus meiner Sicht narrativ ist.
Und ich bin da anderer Meinung als Frau Jäcki an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass sowas Festung oder Ausschluss, das glaube ich, wird eher so gesehen, dass das etwas ist. Natürlich sind das Rahmenbedingungen und mit denen wollen wir uns nicht so befassen in der Europäischen Union. Das ist mehr das, was ich sehe. Dass es mehr etwas ist, da kommen dann exogene Einflüsse auf uns zu, die eigentlich dazugehören zum gemeinsamen Tun und Handeln, aber lehnt die EU ein Stück weit ab und deswegen tut sie sich auch sehr schwer mit der Bearbeitung dieser Migrationskrise. Also das ist meine Sicht der Dinge. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Narrativ wirtschaftlicher Erfolg, Sozialstaat, alles was dazugehört, dass wir das stärken werden nach der Corona-Krise. Und darüber, das hat auch tatsächlich jetzt momentan das Potenzial, integrierend zu wirken durch die Krise, weil uns eben klar wird, dass das ein Stück weit in Gefahr ist, dieses Narrativ, das wir über Jahre vor uns hergetragen haben. Und deshalb glaube ich, dass wir da Impulse sehen werden jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Das leitet wunderbar über. Ich glaube, ich darf Herrn Meyer, die Fragen, glaube ich, warten auf uns, wenn ich das richtig sehe. Ja, vielen Dank, Herr von Lucke. In der Tat, es sind einige Fragen eingegangen. Einige sind vielleicht inzwischen auch schon vom Fortgang der Diskussion ein Stück überholt, weil Sie ein paar Punkte schon inzwischen angesprochen haben. Aber ich beginne vielleicht mal mit einer vergleichsweise grundsätzlichen Frage, die direkt an Frau Jäcki gerichtet ist, die aber vermutlich auch der Ökonom in der Runde sicherlich nochmal beantworten sollte, die da lautet, Frau Jäcki spricht von Praktiken und institutioneller Vermittlung dieser Praxis. Ist die Integration der EU nicht wesentlich marktvermittelt und daher schon selbst immer krisenhaft? Also da sind wir nochmal beim ganz Grundsätzlichen sozusagen. Ja, man kann das so sehen, aber wenn das so wäre, wäre das für die EU eine ganz, ganz schlechte Ausgangssituation. Oder sagen wir mal so, das Ausmaß, in dem das so ist, dass es nur marktvermittelt ist, bedeutet ja sowas wie die Aufgabe demokratischer, politischer Gestaltungs- und Handlungsmacht. Und im Grunde glaube ich, dass, wenn wir über das Narrativ ein mögliches Narrativ der EU reden, es müsste und könnte genau das sein, zu sagen, es gibt hier, und das ist dann ein sowohl ökonomisches als auch, also zu sagen, da lassen sich Ökonomie und Werte nicht trennen, sondern es ist eben eine Art und Weise, auch das Wirtschaften gestalten zu wollen, die ja für so etwas wie Sozialstaatlichkeit auch Voraussetzung ist, ja, die anders wäre als eine rein marktvermittelte. Und das wäre das, wo sozusagen die Institutionen und die demokratischen Institutionen eine Rolle hätten. Das wäre eine Rolle, die sie gewissermaßen erst wieder erkämpfen müssen in hohem Maße. Das hat der Schröck ja auch gesagt, vielleicht gibt es dafür jetzt genau die Hoffnung, weil man sieht, dass gerade in Krisensituationen der Markt alleine es nicht richten wird. Ja, der Markt alleine dann ja immer nach sozusagen politischen Stabilisierungsmaßnahmen schreit und auf diese angewiesen ist. Und im Grunde könnte man sagen, eine der Kipppunkte, die sich an der derzeitigen Krise zeigt, ist genau das. Ja, wie viel Markt, wie viel politische, demokratische Regulierung des Marktes, wie viel Überlegung zu einer solidarischeren Gestaltung unserer Wirtschaftsweise. Und das würde dann sicherlich auch beinhalten Fragen, die überhaupt das Verhältnis von, ja, wie hoch ist der Anteil an rein marktvermittelten ökonomischen Transaktionen, wie groß ist die politische Gestaltungsmacht oder eben auch Felder, die von der reinen marktförmigen Ökonomie freigehalten werden müssen. Ja? Also Gesundheit, Bildung und vieles andere ist ja ein Beispiel dafür, wo man in der Krise öfter gehört hat. Ich meine, selbst Herr Macron hat zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, vielleicht ist Gesundheit etwas, was man dem Markt nicht alleine überantworten kann. Und ich glaube, ja, das könnte genau diese Tendenz stoppen, in Frage stellen und dann wäre es eben nicht mehr so, dass es eine rein marktvermittelte ein solches Institutionengefüge ist. Ja, vielleicht dazu noch kurz aus meiner Sicht. Also ich sehe es zunächst mal ähnlich wie Frau Jäcki, aber ich sehe jetzt keinen Widerspruch, ne, zwischen rein marktvermittelnd und
und tatsächlich einer Politik von Kooperation, Solidarität, da sehe ich keinen unmittelbaren Widerspruch, denn wir gerade in der EU, wir als Ökonomen sagen immer, wir sehen im Grunde auch das Modell der Koopetition. Ja, das heißt, wir haben Wettbewerb, natürlich Wettbewerb unter den Mitgliedstaaten, selbstverständlich. Und das ist auch, dieser Wettbewerb ist auch gut, den brauchen wir. Gleichzeitig brauchen wir aber, um gemeinsam stark zu sein, brauchen wir aber auch eine Kooperation. Und jetzt an dieser Stelle ist natürlich so, dass uns diese Krise vor Augen geführt hat, dass wir da an dieser Stelle momentan ein bisschen eine Schieflage haben, dass wir eben zu sehr auf diese, ich sag mal, zu sehr nur auf diese Marktkarte momentan gesetzt haben. Das haben wir gesehen, als dann auf einmal die Länder die Grenzen geschlossen haben, als verschiedene Länder gesagt haben, wir exportieren keine medizinischen Güter mehr und so weiter, ja. Wir stehen im Wettbewerb zueinander, war das klare Signal. Und ich glaube, dass wir jetzt, dass das natürlich jetzt ein Prozess der Bewusstseinswerdung ist, den wir jetzt gerade sehen. Und damit verbinde ich die Hoffnung, dass uns das auch lehrt, dass wir mehr eben stärker wieder in Richtung Kooperation wieder da vermittelnd tätig werden müssen in der EU. Ja, vielleicht lassen sich daran weitere Fragen ganz elegant anschließen. Im Grunde gibt es noch zwei, drei Komplexe. Ich glaube, ein Komplex, über den haben wir schon relativ viel gesprochen, und das merkt man aber, dass das hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umtreibt. Das ist nach wie vor die Frage nach der Rolle dieser pandemischen Krise, die wir im Moment spüren. Es gibt Fragen in Richtung, ja, als Europa sind wir zwar in der Außenwirtschafts- und Sicherheitspolitik einigermaßen gemeinsam handlungsfähig, aber das ist sozusagen die eine Seite. Und was ist eigentlich mit dem Riss im Sozialen sozusagen? Haben wir da eine Chance, und bietet diese Krise vielleicht auch eine wirkliche Chance für länderübergreifende Solidarität und des Sozialen insgesamt? Vielleicht können wir da ganz zum Schluss nochmal drauf kommen, weil im Grunde haben wir ja nur noch 10 Minuten, und es gibt zwei Komplexe, die ich vielleicht in diesem Panel auch noch ganz interessant fände, die hier gekommen sind. Die spielen so ein bisschen auf die anderen Krisen an, über die wir jetzt vergleichsweise wenig geredet haben, weil nun klarerweise sozusagen die pandemische Krise im Moment deutlich im Mittelpunkt steht. Aber hier heißt es, letztes Jahr dachten wir noch, der Brexit sei die finale Krise der EU. Das scheint inzwischen irgendwie fast schon vergessen. Haben wir also nicht nur so eine Art Krisenrhetorik, ich sag mal, an der Oberfläche, und darunter läuft der Maschinenraum aber immer weiter, ganz unbeirrt, und bis halt dann die nächste Krise vorbeikommt, dann reden wir über die, aber darunter gibt es sozusagen ein basales Instrumentarium, was relativ unberührt von diesen Krisen ist. Wer will? Ich bin ja nur Schweigender jetzt hier in der Runde. Vielleicht, Herr Lieber, wäre doch der richtige Antrag, denke ich auch. Ganz, das wäre ganz pragmatisch. Ich glaube, die mediale Konzentration auf gewisse Krisen ist sehr ausschlaggebend dafür, welche Bedeutung sie für uns in diesem Moment haben. Ja? Und natürlich die ganz tiefgehende Betroffenheit, die die Corona-Krise nach sich zieht. Ich meine, da sind ja wirklich alle Bereiche betroffen. Ja? Man musste zu Hause bleiben, man musste mit den Homeoffice machen, mit den Kindern saß man quasi in der Wohnung fest. Das ist ja ganz existenziell als Krise. Da tritt doch erstmal alles in der Aufmerksamkeit zurück. Und dann hat sich offenbart, was Frau Jäger angesprochen hat, die sozialen Dimensionen dieser Krise. Oder auch die Frage, die wir jetzt nicht stark angegangen haben, was bedeutet das für die Demokratie? Ja, die diese Frage, die ja immer wichtiger wird, und wo man Demokratie und Solidarität jetzt plötzlich irgendwie so ein bisschen als, oder Freiheit und Solidarität so ein bisschen als Gegensatzpaare sieht. Diese Krise erfordert so viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass die anderen Krisen, die wir haben, Sie haben den Brexit genannt, aber auch Fridays for Future ist im Vergleich zum letzten Jahr irgendwie in den Hintergrund getreten, obwohl es wahrscheinlich auf Dauer viel bedrohlicher ist, wenn man für Corona einen Impfstoff findet, dann wird sich das irgendwie wieder abschwächen.
Und dann tritt die Klimakrise wieder in den Vordergrund. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Wie viel schafft man da eigentlich wahrzunehmen? Und natürlich laufen die Dinge im Hintergrund weiter. Also das ist für mich so ein bisschen die Begründung, die auf der Hand liegt. Ja. Darf ich dann noch eine vielleicht kontrafaktische oder hypothetische Überlegung einmal anschließen, um vielleicht mal die maximale Krisenhaftigkeit nochmal anzudenken? Stellen wir uns vor, wir hätten am 3. November beziehungsweise 4 Tage später nicht den Wahlausgang erlebt, den wir erlebt haben, sondern Donald Trump hätte diese Wahl gewonnen. Dann wäre das gewissermaßen heute, da wir 17 Tage danach, nach dem Wahlgang uns treffen, wäre das gewissermaßen die Kombination von Demokratiekrise und Klimakrise als den vielleicht zentralen Fragen, die sehr eng miteinander zusammenhängen, mit Blick, die also, glaube ich, Corona noch weit übertreffen. Das wäre vielleicht auch nochmal in die ganze Runde, aber vielleicht auch gerade an die Philosophin nochmal gerichtet, die Grundfrage, ist der Universalismus, selbst wenn Trump uns erspart blieb, ist der Universalismus als vielleicht die einzige Möglichkeit, der Klimakrise über Europa hinaus gerecht zu werden, als der ja ganz großen Anfrage, ist die Menschheit in der Lage, Reduktion zu betreiben, also auch gutes Leben nicht nur europaweit zu definieren, sondern über Europa hinaus, ist sie dazu in der Lage oder bricht diese große Frage über die Klimakrise letztlich der nationalen oder meinetwegen sogar kontinentalen Abschottung, bricht die über die Klimakrise ungeachtet der Tatsache, dass Donald Trump uns erspart bleibt in der zweiten Legislatur, hoffen wir jedenfalls, dass es so sein wird. Es gibt ja noch gewisse Schwierigkeiten, aber ich denke, sie sind überwindbar. Aber bricht diese Grundfrage nicht doch wieder über uns herein, spätestens wenn wir an der Klimakrise sind, wo dann echt die Frage nochmal aufbricht, ist die Nation, aber ist auch der Kontinent willens, diese Frage eigentlich letztlich nur universalistisch lösen zu können? Vielleicht Frau Jäggi, wenn Sie noch mal in die Bütt steigen wollten, als die philosophischen. Ich stimme hinzu, dass das über uns hereinbrechen wird und dass das wieder dringlicher werden wird und sich dann, eben jene Fragen weiter wieder und neu stellen. Es ist natürlich so mit den Krisen. Es gibt welche, das hat man vorher schon gesagt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eben sowas wie eine Zuspitzung, eine Beschleunigung. Ja, das ist nicht nur einfach mediale Aufmerksamkeitsökonomie, sondern es ist eben genau dieser Umstand, dass hier auf einmal was offenbar dringlicher geworden ist. Aber es haben sich ja auch tatsächlich viele, die sich mit der Klimakrise beschäftigen, auch geradezu empört darüber, dass jetzt auf einmal Dinge möglich zu sein scheinen, von denen es jahrzehntelang geheißen hat, da lässt sich gar nichts drehen und da lässt sich dann überhaupt nur in Minischritten vorgehen. Also möglicherweise ist da ja auch nochmal eine Dynamik drin. Ansonsten ist es, glaube ich, mit den Krisen so, es gibt eben, sagen wir, tiefer liegende, latente Krisen, die nicht gerade an der Oberfläche sind, aber die Frage, wie wir mit den akuten Krisen umgehen, hat ja immer viel damit zu tun, wie wir eigentlich ausgestattet sind. Ja? Also das sind ja Krisen, diese Krisen betreffen ja auch unser Vermögen, mit Krisen umzugehen. Und bei der Klimafrage könnte man sagen, da sind wir nicht gut ausgestattet bisher, weshalb sozusagen die dann dazwischen kommenden Krisen auch das nochmal sichtbar machen. Darf ich noch eine Anmerkung machen? Was mich beschäftigt, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir, wenn so ein Impfstoff kommt und dann geht es wieder irgendwie in eine Normalität über, dass eine Gefahr besteht, dass man nichts gelernt hat. Ja, dass man alles das, was wir jetzt diskutieren, dass das wieder in so eine Normalität übergeht. Und ich glaube, es ist so eine Normalität des Vorher. Ja? Mhm. Und ich glaube, es ist eine große Verantwortung für alle, auch für Institutionen oder auch so für Institutionen wie die unsere, einen gewissen Moment zu verweilen und nochmal, wenn das wirklich so kommt, wie man sich vorstellt, dass das abschwächt und wieder viele Dinge möglich sind, was hat man jetzt eigentlich mitgenommen und was will man aus dieser Zeit mitnehmen als Positives und was hat man falsch gemacht? Und ich glaube, das betrifft das Individuum, das betrifft Institutionen, aber das betrifft auch Staaten und das betrifft wahrscheinlich auch Europa.
Und vielleicht ist es ein bisschen utopisch, aber so ein Moment des Innehaltens, so eine Woche, wo wir alle sagen, ich denke nochmal drüber nach, was jetzt eigentlich passiert ist und was das für mich bedeutet, das ist wahrscheinlich ein utopischer Gedanke, aber das fände ich irgendwie richtig. Weil sonst kommen wir wieder in die nächste Krise von Luke, oder die Fragestellung war gerade da aus dem Publikum. Und man macht so weiter und dann kommt die nächste Pandemie, dann hat man vielleicht ein paar Systeme auf europäischer Ebene in der Gesundheitsökonomie verbessert, aber man ist als Person, als Individuum und als Institution genauso wieder überrascht und betroffen wie vorher. Und das ist so ein bisschen für mich Worst Case, so auf mentaler und gesellschaftlicher Ebene. Ja. Herr von Lucke, vielleicht ein Punkt noch. Vielen Dank, Herr Ebert. Ihr Beitrag zeigt mir, dass wir hier immerhin in einer Art realer Utopie schon leben, weil die Hamburger Horizonte sind genau das sozusagen. Zwar nicht eine ganze Woche, aber wir nehmen uns mal einen Tag und wir denken nochmal drüber nach. Das ist zumindest ein bescheidener Versuch genau in diese Richtung. Aber was Sie beide eben am Ende angesprochen haben, das ist vielleicht auch die letzte Frage, die wir hier nochmal einspielen können und die in gewisser Weise noch herüberlappt, auch vom letzten Podium, wo es doch stark um Fragen europäischer Identität geht. Und auch da wird sozusagen nochmal auf diese eben andere zentrale Krise abgehoben, nämlich die Klimakrise, und das Panel nochmal gefragt, sehen Sie denn da ein identitätsstiftendes Potenzial? Könnte das sozusagen, vorhin haben wir über Narrative geredet und doch überraschenderweise auch die Philosophin hat gesagt, nee, die Praxis ist eigentlich, was zählt, und es sind gar nicht so sehr die Narrative. Aber hat diese Krise eine Art identitätsstiftendes Potenzial? Und das mag für die vorgezogene Schlussrunde auch schon reichen, weil wir uns in der Zeit genau dem Ende nähern. Vielleicht wieder vom Anfang dann, vielleicht fängt der Ökonom in dem Fall wieder an und dann machen wir es in dem Sinne. Dann, ja, also die Klimakrise, ich glaube, ich hatte in meinem Einstiegsstatement ja bereits gesagt, dass ich glaube, dass das ein wichtiger Mechanismus darin besteht, also der möglicherweise integrationsstiftend sein könnte, darin besteht, dass wir merken als Europäer, dass unser Wohlstand in Gefahr ist. Und ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass ich denke, dass das wirtschaftliche Erfolg in Verbindung mit Sozialstaat, dass das ein wichtiges Narrativ der EU ist. Und deswegen glaube ich, die Klimakrise kann erst dann wirklich aktiv angegangen wird, erst wirklich in Europa durchschlagend angegangen werden, wenn das tatsächlich, wenn für jeden sichtbar ist, dass das in Gefahr ist, leider. Ja, also das würde ich tatsächlich, das ist zwar kein schöner Abschluss, aber das ist aus meiner Sicht das Fazit im Grunde auch in Bezug auf die Corona-Krise. Da haben wir ja das gesehen, dass dieser Mechanismus so funktioniert. Und ich befürchte, das ist in der Klimakrise ähnlich. Vielleicht Frau Jäggi noch als Zweite. Also wir haben ja in der bezüglich der Klimakrise die seltsame und Europa die seltsame Situation, dass wir sagen müssen, wir haben noch nicht mal eine europaweite Handlungsfähigkeit diesbezüglich und schon reicht es nicht mehr. Das ist ja das, was Herr von Lucke so vorgehoben hat. Muss es nicht gleich schon weitergehen? Trotzdem könnte man natürlich sagen, auf die Frage nach dem identitätsstiftenden Potenzial, auch da, zunächst mal könnte man sagen, wie soll denn das Identitäten stiften? Das ist ja rein negativ, ja? Das ist eine Bedrohung. Aber erfahrungsgemäß werden Identitäten ja manchmal durch Bedrohung gestiftet. Ja? Und möglicherweise in Kombination sozusagen einer positiven und einer negativen Antwort und Vision hier ist dann die spezifische Antwort, die man auf diese Krise und diese Drohung geben kann und die sich möglicherweise ja eben auch aus den Erfahrungen bestimmter Momente des europäischen, zum Beispiel eben einer Vorstellung von Sozialstaatlichkeit, Solidarität speisen könnten. Vielleicht ist das dann tatsächlich das, was ausgelöst durch eine eher defensive, negative, bedrohte Situation dann eine Identität als in der Vielfalt der Stimmen, die hierauf jetzt eine Antwort suchen müssen, und zwar weltweit, gibt es da dann eben eine bestimmte Position, zu der wir uns verständigen können, die wir aber ja auch nur ausarbeiten werden, wenn wir da tatsächlich so etwas wie Handlungsmacht überhaupt denken können. Na, ich finde das, was Herr Schreier gesagt hat, wirklich ein bisschen bedrohlich, weil vielleicht ist es dann zu spät,
wenn wir so weit sind, dass erstmal das ökonomische Wohlergehen bedroht sein muss, um überhaupt zu reagieren. Ich glaube, wir müssen früher beginnen und stimme eher Frau Jäcki zu sagen, eine Bedrohung kann eine Energie freisetzen, die vielleicht jenseits wirtschaftlicher Prinzipien liegt. Und wieder ganz praktisch, Mobilität. Ich bin früher im letzten Jahr ungefähr 120.000 Meilen geflogen. Ja, jetzt fliege ich gar nicht. Und jetzt muss man halt überlegen, wie mir fehlt auch was, aber nicht, weil mir das Fliegen fehlt, sondern weil mir die persönliche Begegnung fehlt. Aber wie pendelt sich das ein? Wie können wir das, was wir gelernt haben, mitnehmen in eine Reduktion von Klimabelastung? Das ist vielleicht nur ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein, weil die Klimaprobleme liegen woanders. Aber ich glaube, das muss sich dann jeder doch nochmal fragen vor dem Hintergrund dessen, was wir in der Corona-Krise gelernt haben. Wenn ich noch einen Gedanken vielleicht zum Ende aufnehmen darf und der das rückbindet. Wir haben ja häufig über das Bild der Flüchtlinge gesprochen. Professor Diers hat es in seinem Vortrag ganz am Ende nochmal als das große Drohbild einer sich abgrenzenden europäischen Gemeinschaft. Wenn wir uns an das Gegenbild jetzt bewusst orientieren, Herr Schreiöck hat es so schön und sehr stark gemacht, es ist der Wohlstand, der Europa ausmacht. Ich glaube, es ist aber auch mehr als das. Die Möglichkeit oder das Attraktive, das Anziehende für die Flüchtlinge ist natürlich auch die freiheitliche Option in Europa, diesen Wohlstand frei von Repression leben zu können. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, dass dieses Momentum der Selbstentfaltung, das natürlich immer zutiefst werthaltig grundiert ist, pluralistisch, demokratisch, dass das auf der einen Seite natürlich immer mitzudenken ist, aber dass genau wie Herr Ebert es jetzt formuliert, wir eigentlich in die Phase eintreten müssen, wie wir aus der Phase der Selbstentfaltung in die Phase der Selbstbegrenzung eintreten müssen in Europa. Und das ist natürlich eine ungeheure Herausforderung, bei der die Krise aber sicherlich so einige Punkte bietet. Wie genau wie Sie sagten, Einhalt, Mobilität, Reduktion, müssen wir immer fliegen. Ich meine, wir können ja unser heutiges Podium auch, so sehr, ich muss es gestehen, ich Sie alle viel lieber auf dem Podium gesehen hätte, aber ich empfand das als ein sehr gelungenes, Gespräch virtueller Art. Also ich kann nur sagen, wir haben es ohne die Umwelt zu belasten. Klar, wir haben gewisse Emissionen vielleicht jetzt über die Server erzielt, aber ich glaube, es war möglich, so sehr. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages, ich kann es für meinen Teil sagen, live und in Farbe vielleicht auch mal wiedersehen, liebe Rai Jäcki und die anderen auch. Aber es ist möglich. Also von daher, das wäre so mein kleines Fazit, dass neben diesem Weiterdenken, was Sie andeuten, Herr Ebert, aus der Krise dann auch in werthaltiger Tradition jenseits der Wohlstandsdefinition herauszukommen, vielleicht eine Option drinsteckt. Entschuldigung, Herr Mayer, dass ich mir erlaubt habe, jetzt den Teil nochmal aufzunehmen, aber es war mir ein Bedürfnis, nachdem ich so versucht habe, als Moderator zurückzuhalten. Ganz herzlichen Dank, Herr von Lucke, ganz herzlichen Dank in die Diskutanten- und Diskutantinnenrunde, auch für dieses letzte Fazit. Und ich gebe Ihnen recht, immerhin in Sachen Klimakrise und ökologischer Belastung stehen die Hamburger Horizonte 2020 blitzsauber da. Das kann man wohl sagen. Das ist schön. Und mein vorsichtiges Zwischenfazit nach zwei Panels jetzt lautet auch, eigentlich ist die Antwort auf das, was wir da krisenhaft vor uns haben, nicht so sehr weitere Krisenrhetorik und nicht so sehr neue Erzählungen, sondern gute praktische Politik. Und das ist im Grunde auch das, was wir mit den Horizonten so ein bisschen bewirken wollen, weil unsere Antwort auf die Frage nach der Krise der Wissenschaft, die ja auch immer wieder mal beschworen wird, lautet auch im Allgemeinen gute wissenschaftliche Praxis und relevante wissenschaftliche Erkenntnisse, dann ist das auch vorbei mit der Krise der Wissenschaft. Und ich finde, das ist immerhin etwas, was man in der Corona-Pandemie durchaus gesehen hat. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für diese spannende Session, ganz unabhängig davon, wie und wohin es nun mit den europäischen Krisen weitergehen wird, befinden wir uns auch ganz akut in einer krisenhaften Situation. Denn nachdem man zwei sehr anregenden und durchaus auch herausfordernden Panels gefolgt ist, verlangt es nun unbedingt nach einer Pause. Und das empfinden wir wiederum als besonders krisenhaft, denn wir hätten sie nun wirklich gern angemessen bewirtet und sie für den Nachmittag dann auch ein bisschen gestärkt und müssen nun ganz darauf vertrauen, dass Sie schon für sich selbst sorgen werden. Das fällt dem fürsorglichen Konferenzorganisator natürlich außerordentlich schwer. Ist aber vielleicht vor einem übergeordneten Gesichtspunkt sicher eine Haltung, die sich vor allem in politischer Hinsicht unbedingt einzuüben lohnt. Denn ohne ein grundsätzliches wechselseitiges Vertrauen wird es wohl nichts werden mit dem wirklichen Europäischsein. Also sind wir guten Mutes und vertrauen auf Sie und vertrauen auch darauf,
dass wir uns pünktlich um 13.30 Uhr zum letzten Panel der diesjährigen Hamburger Horizonte hier im Stream wieder treffen werden. Dann werden Sikard Neckel, Prinz Asfawossen Asarate und Ulrike Gero über Utopien und die Integration jenseits des Nationalstaats diskutieren. Bis dahin guten Appetit einstweilen und bis gleich. Vielen Dank. Wir sehen uns.